Oben war doch irgendwo ein Safe, der verschlossen war, oder? Irgendwo weiter oben. Okay. Was macht der? Oh. Ja, haben wir es schon. 5517. Geht doch. Auch nichts. Aber Alter. Was ist hier? Das Elix ist durchgewachsen. Oh, guck mal. Okay, und wir haben jetzt hier eigentlich auch soweit alles, was wir hier hatten zu machen. Wir haben hier noch ein Gebäude und da noch ein Gebäude. Ich will jetzt einfach mich hochporten. Zeugen einer längst Okay, ich. Es ist Nacht. vergangenen Zeit. Es ist Nacht, also porte ich mich mal kurz nach Hause. Wir haben einen Reaktor irgendwas gekriegt. Für später, für irgendwas. Okay, ich würde mal sagen, es ist für unseren Gleiter dann. Bin ich mir sehr sicher. Immer wieder höre ich. Quatsch, Das ich von komme dann dir? mal. Das meinst du doch nicht ernst. Ich rufe dann an. Das können Sie doch nicht machen. Jetzt mache ich hier schnell. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Ist der. Gut, das ist eine Nervensäge. So. Jetzt gehen wir mal dahin. Wir haben jetzt auch nicht mehr so viel zu erkunden. Da unten ist noch ein Gebiet. Das müssen früher friedliche Zeiten gewesen sein. Markiere das jetzt einfach mal in die Richtung hier. Marker setzen. Weiß ich, in welche Richtung ich laufen muss. In die. Hauptsache weg vom Zyklop. Bei denen. Brauchen wir gar nicht probieren. Hier sollten wir besser Hier wäre es wachsam sein. rausgegangen. Da muss doch irgendwie. Marie. Das schaut aus wie ein Raketensilo. Sagen wir es mal, wie es ist. Es schaut aus wie ein. Fuck? Die umgehe ich mal. Sagen wir mal, was ist. Es schaut aus wie ein Raketensilo und da ist so eine fette Platte drüber. Aber die geht nur nach oben auf. Also kann es eigentlich gar kein Raketensilo sein. Und wir haben dann wieder einen Reaktor irgendwas gekriegt. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. So, den holen wir uns da schnell mal, den Raptor. Ach, du bist ein Rudelführer. Er ist ein Rudelführer ohne Rudel, okay. Das machst du nicht ungestraft. Er ist ein etwas stärkerer Bandit. Lass mich nur machen. Etwas stärkere Banditen. So was Ähnliches habe ich mir aber auch gedacht, dass hier was lebt.
Aber wir gucken uns mal um. Den kriegen wir auf. Okay. Hm, okay. Ich denk, okay. Na komm, so, 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 so. Und jetzt noch der ganz hinten. Offen. Zu einfach. Hirnkleber. Kann ich mal in Ruhe euer Zeug looten? Okay. Mana-Trank, Öllampe. Also hauptsächlich Plunder. Dich mache ich fertig. So. Okay. Gucken wir mal weiter. Entschuldigung. Da hinten sind wieder Gegner. Da ist noch ein Bandit. Den hau ich um. Denkst aber auch nur du. Au. Sechs. Ach, das warst du. Wer warst du? Ach, du warst schon der Banditenanführer. Okay. Hier ist jetzt auch nur sowas. Metallschrott. Ist nichts. Mal kurz hier rauf. Nichts. Sieht fast so aus, als ob das das Banditenanführer das zu Hause war. Mal schnell schauen, ob wir was brutzeln können. Ja, natürlich können wir wieder was brutzeln. Hier müssen früher viele Zivilisten gelebt haben. Mal kurz hier rüber. Schaut mal so wenig fast aus wie sein Lager. Ist auch nicht wirklich was. Ja, auch nicht. Hier auch nicht. Sind wir wieder draußen. Okay. So. So. Gehen wir mal davor und hauen die zwei kaputt, die wir da gesehen haben. Wenn wir sie kaputt hauen können. Denke ich jetzt aber schon mal. Ich bin zuversichtlich. Ich helfe dir. Sag ich doch. Ich bin zuversichtlich. Da ist noch einer. Kriegen wir doch auch. So, schauen wir mal. Ah, hier leuchtet es wieder blau. Also ich muss sagen, das Elixit, das sieht man zum Glück, weil es schön blau leuchtet. Stellt euch mal vor, es wäre jetzt eine Währung. So wie Elixit halt. Oder das Elixit würde einfach schwarz sein und dann... Du wirst mich noch kennenlernen. Ja, habe ich ja. Und du würdest es... Was ist das? Oh, Eisenstange. Die kennen wir doch irgendwoher. Stellt euch mal vor, wirklich, das Elixit würden wir nicht erkennen können. Heute habe ich wieder ein paar arme Trottel über die See gebracht. Hoffentlich gibt's eine gute Ausbeute. Habe die Jungs zum Hafencontainer geschickt, um die Einnahmen zu sichten. Sie sollen die besten Teile nachher zum Tresor bringen. Notiz an mich selbst. Wenn einer dieser Idioten noch einmal den Code vergisst, werfe ich ihn das nächste Mal eigenhändig über Bord. Den Code vergisst, ja, haha.
Ich habe hier Schrott gesehen. Aber das war's auch schon. Schwefelbrocken. Schwefelbrocken. Ich sehe jetzt aber irgendwo kein Code. Aber ich schau mal kurz, nur kurz hier hinter. Hier noch ein bisschen gibt. Okay, wieder Dinge, die ich nicht kennenlernen möchte. Wir sind gerade da. Willst du da hinten weitergehen? Das wird mich jetzt schon mal interessieren. Schauen wir mal, dass wir da mal ein bisschen Abstand unter denen vorbeigehen, weil ich will die jetzt nicht machen. Bin faul. Was es hier hinten gibt. Okay, das schaut aus, als ob da was ist. Und da hinten schaut auch aus, als ob da was ist. Grüne Flagge? Okay. Grüne Flagge. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, Land der Mitte. Aber mal ehrlich, wieso laufen die eigentlich nicht hier einfach raus? Weil Land der Mitte hat auch eine grüne Flagge. Aber was könnte hier hinten sein? Hier ist auf jeden Fall noch irgendwas. Es hört ja hier nicht auf. Okay, wir können wieder nicht hin. Radioaktivität. Aber warte mal. Wir haben doch einmal ein Level Up. Condi. Und wir haben doch unsere Schutzmaske. Dürfte uns doch jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Okay, hat sich erledigt. Mit dem nichts mehr passieren. Warum muss man mir dann so eine Schutzmaske uns holen? Da kommen wir nur leider noch nicht hin. Mist. Die Markierung können wir entfernen. Wir können ja noch daher. Dann würde ich von hier aus springen. Vom verbotenen Tal aus direkt. Und dann hier einfach nach links gehen. Statt nach rechts wie vorhin. Die kennen wir ja schon, die kriegen wir ja weg. Machen wir eine Markierung hier hin. Okay. Wie das Timing ein bisschen verkackt. Aber naja. Laufen wir mal noch darüber. War das wieder so eine Spinne? Kriegen wir auch hin. Die komischerweise gar nicht angreift. Okay. Den meide ich. Häuser. Hier war mal eine Stadt anscheinend. Normalerweise sind da dann auch noch Gegner.
überall Menschen drin. Ruinen ohne Befestigung. Wenig ehrenhafte Epoche. Da sag ich doch, so ein Verlorener ist drin. Das Vieh mach ich platt. Der andere wird oben sein. Der kommt gerade die Treppe runter, oder? Kommt nicht die Treppe runter, weil er zu doof ist. Jetzt kommt er die Treppe runter. Die treffen uns so nicht. So. Deswegen ist es vielleicht hier auch so gefährlich, weil so viele Verlorene da sind, etc. Nummerierter Zettel 1. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, was da ist, wo der Zyklop ist. Ich weiß, wir kriegen den nicht down. Das brauchen wir auch gar nicht mal im Moment ansatzweise nur probieren. Aber ich hoffe, ich erinnere mich dran, wenn es mal wieder so weit ist, dass dann Zyklops ist. Und dass ich dann noch weiß, hey, da musst du hin. Elixit, Kampf, Ring des Kampfes. Ring des Kampfes? Klingt sogar mal echt vielversprechend. Mana, Zigaretten. Ring des Kampfes klingt echt vielversprechend. Machen wir mal hier eine Markierung hin. Ach, das ist ja... Klopapier. Das ist ja gleich da, ha? Oh, shit. Oh, shit. Da ist ein ganz langer Steg. Okay. 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 Hat sich das erledigt? Licht anmachen, Junge. Ulfras Tagebuch. Ulfra. Zweihänder. Zweihänder 1. Christ Tagebuch. Es ist alles verboten zu nehmen, aber die zwei liegen hier tot. Also. Ist es eigentlich relativ, ob wir das nehmen oder nicht, weil brauchen werden sie es nicht mehr. Okay, und die Stadt ist jetzt da oben, so wie sie ausschaut. Ich laufe mal kurz darum. Oh. Um mal hoch rumzugucken, ob wir hier hochkommen. Könnte fast so sein. Laufen wir mal dahin. Wir rennen mal ein bisschen dahin.
ist auf jeden Fall irgendwo da oben. Hm. Gucken, wie wir da raufkommen. Nimmst du natürlich wieder mit dem Jetpack. Und da ist es schon. Keine Stadt. Das ist eine auch ein Fabrikgelände. Eindeutig. Ich krieg den nicht, weil er einfach ein bisschen schräg oben steht. Schon kriegst du den Gegner nicht mehr. Ist auch ein Fabrikgelände. Und da ist auch wieder ein Portal. Okay. Nimm es schon gerne an. Pestrate halt die Klappe. Was? Du brauchst, hältst zwei Schuss aus? Okay, hier sind jetzt aber nur Pestratten. Daher. Hm. Das ist nicht sehr gefährlich aus. Bis jetzt. Lange halte ich das nicht mehr hier aus. Immer diese ganze Geheimhaltung und die Meetings hinter verschlossener Tür. Ich habe das Gefühl, in einem Schlangennest zu arbeiten. Jeder arbeitet sich selber zu. Hm. Nee, nix. Jetzt gedacht, dass irgendwas Gefährliches. Ob ich was gehört hatte, aber nö. Da ist doch gar nichts hier drin. Aber hier geht's hoch. Da schauen wir mal hoch. Hier hinten geht's hoch. Da war auf jeden Fall auch wieder wer. Hier liegt Elixier drum. Liegt alles mögliche wegen rum. Heiltrank. Sind wieder so verloren, ne? Da ist auch noch ein Gebäude, da ist ein Gebäude. Da ist noch ein Gebäude. Na, Schiss. So. Die waren jetzt aber auf einmal sehr stark. Na, ich wollte mich nicht hinsetzen. Einer längst vergangenen Zeit? Ja. Das musst du nicht immer sagen. Blatt. Okay, hier ist nichts mehr. Mach mal den Absturz. Verlassene Felsen aktiviert, also wieder ein Rudelführer. Also wieder ein großer, so ein dicker, den ich nicht treffen möchte. Heiltrank. Bolzen. Speer. Elex. Zigarette. Ominöser Zettel. Mana-Trank. Zu dem dicken gehe ich mal nicht. Geh mal dahin. Und dann darüber.
Könnte ja auch was sein. Ist nix, das ist nur ein Durchgang. Aber hier muss ja irgendwas sein. Schaut mir auch sehr danach aus, dass da was ist. Eins acht vier acht. Geht doch. Ich wusste jetzt nicht, dass er gleich da daneben ist, aber ich war ja mal gerade zu faul, mir das aufzuschreiben, deswegen. Hat aber geklappt. Ansonsten hätte ich so lange gesagt, dass wir hier irgendwo ein Safe finden. Hm? Das ist auch kein Verbannter oder Verlorener. Das ist niemand. Früh verschlossen. Okay. Na, Mist. So, warte. So. Dann kannst du nur noch in die Richtung sein. Zu einfach. Da war einiges drin. Das hat sich gelohnt, es zu looten. Drüben gucken wir uns nochmal um. Egal, was du glaubst, hier zu suchen, du wirst es nicht finden. Du weißt nicht, was ich suche. Nein. Blutige, oder? Und es ist auch unwichtig. Du wirst diesen Ort sofort wieder verlassen. Thorald. Thorald. Gut, ich werde gehen. Ja, und das schnell. Du hast keine Ahnung, wie wichtig meine Arbeit hier oben ist. Wir werden gehen. Wir wollten dich nicht stören. Ich wusste, dass es ein Berserker verstehen würde. Ich kann an diesem Ort der Ruhe und Meditation keine Eindringlinge oder Beobachter gebrauchen. Und nun geh. Es ist Thorald. Wir wissen, wo Thorald ist. Und er hat die Herzen um sich. Ist hier ein verbotenen Tal? Okay, da bin ich etwas geschockt, dass der im verbotenen Tal ist. Wir gehen jetzt hier hoch und holen uns das Ding noch. Ja, geschockt, überrascht. Überrascht trifft sehr gut. Sehr überrascht sogar. Okay, da geht's nicht rein. Da haben wir vielleicht gerade Thorald-Zeug gelootet, ha? Na, ich wollte nicht schlafen gehen. Und der Looting-Finger war zu schnell. Mir gerade Thorald-Zeug gelootet. Das müssen früher friedliche Zeiten gewesen sein. Naja.